Ihr habt euch wahrscheinlich schon hier die richtigen Roster rausgesucht. Ich mach mal Prophezeiung. Ich fand Darkson beim Training gut. Ich habe jetzt die Mercs nicht gesehen und ich weiß, die sind stark, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Darkson heute punkten wird. Ist das dein Gefühl? So, hier haben wir einmal die Mercs. Ja. Darkson finde ich nicht. Darkson hast du? Du hast Darkson. Nein, Darkson hat. So, Darkson. Darkson hat auch ein eigenes Roster bekommen. Die haben selber Spieler mitgebracht. Die haben selber Spieler mitgebracht. Die Mercs auch. Mercs auch. Ich habe gehört, internationales Kader, Österreich, das ist die Achse des Bösen, Österreich, Spanien, Österreich, Spanien, Russland. Ah, natürlich. Die gute alte Achse des Bösen. Ja, die Achse des Bösen. Nein, Scherz beiseite, die Mercs hier ja auf jeden Fall ein paar Mal schon einen stehen lassen in der laufenden Saison. Herr Bernikow heute wieder am Start. Richtig, habe ich schon eben gesehen. Erkennt ihr zu Hause immer in den bekannten russischen Nationalfarben. Aber jetzt gerade nicht am Feld. Doch, da hinten, seht ihr das? Ja, doch. Ja, ganz wie hinten, gesagt, der hinterste Spieler ist das mit der Nummer 11, ne? Dürfte. Du hast es dort. Es ist die Nummer 11, korrekt. Ja, Ausnahmespieler. Der ist erst 30. Das schon, ist doch gelogen, oder? Schon geil, diese Leute hier agieren zu sehen. Der ist schon auch in der Lage, ganze Begegnungen zu entscheiden. Ja, man hat gehört, er könnte ein bisschen was von dem, was er vorgibt, zu können. Die Leute reden. Die Leute reden. Unbestätigten Quellen zufolge. Ja. Also ist nicht confirmed, aber man kann ja mal ein Auge drauf verwerfen. Ja, ganz genau. So, ja, wir sind gespannt, was da heute kommen wird. Wie gesagt, Darkson auch hier mit internationaler Verstärkung dabei. Der Toni Yukika. Da, wie wird es eigentlich ausgesprochen? Yukica? Yukica, glaube ich. Ich hoffe, ich tue nicht unrecht. Warte mal. Yukica wird es geschrieben. Ob es so ausgesprochen wird, ist eine andere Sache. Aber er war auch schon hier oben, hat auch schon mal mitmoderiert, macht ein stabiles Ding. Ein Mixer aus Kroaten, Franzosen und Deutschen ist das, ne? Korrekt, ja. Also hier, wie gesagt, DPL, Gott sei Dank nach wie vor gut international besetzt. Gestern hatten wir hier auch Stargäste, habe ich gesehen. Fabrice Colombo hier, ne? Also läuft, auch ne? Urgestein läuft auf jeden Fall. Den haben, glaube ich, Kansas, Killzone, Hemo ausgegraben für die zweite Bundesliga. Ich habe die Geschichte dazu gehört und war sehr. Ich hab das auch erst nach dem Spieltag gehört. Ich wusste das nicht. Ja. Aber irgendwo habe ich gestern neben gestanden, wie das passiert sein soll. Und zwar war man sich da erst mit anderen wo am Unterhalten und dann musste das kurzfristig abgesagt werden und dann saß der Colombo daneben und dann war so Sumo so, ja, hast du vielleicht Bock? Und dann so. Ja, irgendwie, er hat das selber hier oben erzählt. Also er hat so ein bisschen was erzählt, er hätte irgendwie mit Sumo gequatscht und dann, oh ja, ich spiele halt gern Paintball und so, können mich vorbeikommen, ja. Ich hab Zeit. Ja, das muss, also halt dieser eine Pick, wo du manchmal auch Glück hast. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, als uns auf diesen Weise der, was ist das denn für ein Ausfall? Der gute Schwede. Maximus. Der Maximus Lundqvist. Der Maximus Lundqvist. In den Kader gespült ist und da hatten wir auch ein unfassbar tolles Jahr mit ihm. Ja, echt. Da hat auch niemand so gut Positionen angesagt wie der hier oben, ne? Oben am Feld. Ich weiß gar nicht, ob das für euch war. Der hat auch mal ein Jahr bei den Muchachos, als die, glaube ich, mal in der ersten oder zweiten Bundesliga waren, ausgeholfen. Und das war königlich, weil er die ganze Zeit vor Kopf immer an der Base gestanden hat und immer Positionen angezeigt hat und jeder sich beschwert hat. Und er war so, don't talk shit, whatever. Nee, das hatten wir aber nichts zu tun. Also einer hat geschrieben, Yukica mit Z wird so ausgesprochen. Yukica, okay, alles klar, danke an alle Kroaten da draußen. So, die 10 Seconds laufen bereits runter. Ihr seht Darkson hier von rechts gegen die Mercs. Schauen wir mal, ob ich an der Meisterschale was vorbeisehen kann. Da kommt, glaube ich, direkt der Check für den Darkson Snake Insert. Der ist aber clean gegeben, somit Darkson noch zu fünft auf dem Feld. Und gut verteilt schon, ne? Weit draußen auf Snake und Dorito-Seite. Die Mercs auch tatsächlich gut hier rübergezogen. Ich sehe allerdings gerade. Ich glaube, dass der Bernikow im Dorito bereits ist. Wahrscheinlich. Du meinst im gegnerischen Dorito 4. So. Beide verlieren einen Spieler. Die Snake-Seite blank gerade. Und der Darkson-Spieler hat das gesehen und ist ganz weit vorgeklettert. Wird jetzt von da noch. Der kann ja doch da noch nichts treffen. Nee, da, also wie gesagt, auf dem Layout ist er eigentlich hier ziemlich schachmatt gesetzt auf der Snake 50. Entweder kommt er weiter, hat aber da außen rumgerappt. Und jetzt ist Platz. Genau, hat bei den Mercs den Snurk-Insert geschossen, hat hier den Infield-Tempel geschossen. Und lässt da wahrscheinlich, ich sehe ihn nicht, weil er auch so furchtbar klein ist, aber Bernd. Da ist er vor ein Dorito. Da ist er, genau. Hat natürlich das kleinste Dorito gespielt, alles andere wäre zu einfach. Der Bernikow jetzt für euch im Bild, da seht ihr ihn.
versucht sich jetzt hier mit einem Mitspieler, der noch hinter ihm ist, zu wehren gegen 1, 2, 3, 4. Versucht den Gegner mit seiner Heckansicht zu verunsichern. Und er greift an, natürlich. Ja, genau, greift aber auch ab. So, somit jetzt hier, da kommt der Merck-Spieler Insert in das T-Pack 3 dort und wird jetzt hier auch weggenascht. Punkt, ja, Darkson tatsächlich ganz, ganz guter erster Start für Darkson. Hat vom Break weg jetzt erstmal für mich ein bisschen konfus bei beiden Teams gewirkt. Ja, einer hat auch gefragt, ob der eine am Spielfeld 3 Pötte dabei hatte. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Man darf sich aber auf dem Feld. Genau, man darf sich dann einen vom anderen nehmen am Feld. Zur Erklärung, jeder Spieler hat einmal den Hopper, das ist das quasi das Kugelmagazin, was auf den Markierern sitzt. Das ist voll. Und dann darf jeder noch 2 Hülsen mit je 150, 180 oder was sind da drin? 140. Also im Hopper oder du meinst jetzt im Pot? Ich habe gerade gehört, im Pot 140 quasi. Und dann nochmal 2 Pots. Das heißt, jeder Spieler geht mit 2 Pots aufs Feld, A140. Wenn die dann auf dem Feld sind, können die aber untereinander stecken, wie die wollen. Theoretisch könnte einer alle nehmen. Korrekt. Genau. Wenn man es möchte. Wichtig ist die Ausgangslage M500. Alle Spieler gehen pro Punkt mit maximal 500 Bällen auf das Feld, können dann aber vorm Start sich die Bälle tauschen, wie sie möchten. Untereinander zustecken, genau. Ne? Wenn man dann halt eben mal eine Position hat, wo man möglicherweise die Paint intensiver ist, weil man irgendeinen Attacker oder weil man irgendeinen Winkel ausblocken möchte, um einen der gegnerischen Spieler möglicherweise mit dem Einsatz von etwas mehr Paint daran zu hindern, eine Position zu besetzen, dann kann das im Rahmen des Gameplans natürlich Sinn machen. So, ihr seht jetzt auf jeden Fall hier die 10 Seconds von Offenburg Kamen Etcher gegen die Lucky 15s aus Staffordshire, UK. Noch blühender Europäer. So, da kommt direkt der Snake Insert von den Luckies. Und da gibt es augenscheinlich direkt vom Break weg. Na, keine Strafe. Aber Kamen Etcher verliert einen Spieler. Der zweite Snake Corner muss ich checken lassen. Da geht, glaube ich, auch der Jan Köhlinger, war es, glaube ich, bei Kamen Etcher aus dem Center direkt raus. Genau, und der Snake ist dann auch schon besetzt von den Luckies. Ja, und da greift der Schubi an, geht hier für Kamen Etcher ins T-Pack 50 gegen die Luckies. Luckies verlieren hier auch, wie gesagt, haben schon 2 Spieler verloren. Schubi versucht da zu attacken auf dem T-Pack 50, kann aber da leider nicht raus partizipieren, nimmt da keinen Spieler bei den Luckies mit. Somit jetzt definitiv die schlechteren Positionen für Kamen Etcher, die sich jetzt da hinten so ein bisschen aufs Blocken konzentrieren müssten. Bin mir nicht ganz sicher, das war meiner Meinung nach ein Schuss an die Maske bei dem Kamen Etcher-Spieler, oder habe ich das falsch gesehen? Nee, der kommt. Ich habe gerade mein Augenmerk auf den Snaker, weil er ist wirklich ganz souverän da rein und dann gleich durch die Mitte durch. Aber er weiß, dass er da ist. Ich weiß nur nicht, wer es ist, ob es der Bob ist da. Gut, war auf jeden Fall jetzt der letzte Spieler für Kamen Etcher. Reicht, aber es sind noch genug andere zum Buzzern da. Korrekt, also die Luckies haben noch 2 Spieler alive, glaube ich. Zeigt hier 3 an, aber es dürften eigentlich noch 2 sein. Ja, die Luckies tatsächlich auch für viele sicherlich irgendwie jetzt erstmal ein Überraschungserfolg. Haben ja, da habe ich schon mit Disco drüber gesprochen. Ich habe sie auch schon beobachtet, also ich schaue ja den Livestream in Österreich auch und habe schon gesehen, also beim zweiten Spieltag, da war richtig Wumms dahinter auf einmal. Ne? Ja, richtig. Also sie sind am ersten Spieltag erstmal vielleicht auch ein bisschen unvorbereitet, haben auf jeden Fall am ersten Spieltag ziemlich gestruggelt, konnten sicherlich nicht das umsetzen, was sie wollten. Und haben aber dann am zweiten Spieltag dermaßen ausgepackt, dass es wirklich, wirklich interessant ist, wie der heutige Tag für die verlaufen wird. Ja. Muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. So, 2. Punkt in der Begegnung, Darkson gegen die Mercs. Nun gut, ich kenne nun beide Teams, ja, aber da ich ja in Österreich lebe, drücke ich ein bisschen mehr den Mercs die Daumen. Das ist auch vollkommen okay, der Turm der Neutralität, wie wir es hier immer gesagt haben. Ne? Natürlich favorisiert ja keiner ein Spiel. So, da kommt direkt der erste Outcall für Darkson auf der T-Pack-Seite. Verlieren aber auch meiner Meinung nach hier den zweiten Spieler auf der Snake-Seite. Sind somit nur noch zu dritt am Feld hier. Mercs noch komplett. Da wird auch schon die nächste Frage geschrieben oder geschickt, ob das in jeder Liga so ist mit den Pötten, dass man das so Natürlich nur in den Ligen, die M500 spielen. Das ist jetzt natürlich bei der DPL. Da müsste ich tatsächlich auch mal den Liga-Koordinator befragen. Ich glaube, es geht runter. M500 fängt an ab Regionalliga. Liege ich da falsch? Nein, das müsste richtig sein. Das dürfte richtig sein. So, und Oberliga spielt, glaube ich, auch M500. Ja, okay, wenn nicht, korrigiert mich bitte. Also sagen wir mal, ab den oberen Ligen fängt es an. Bei der Verbandsliga wird natürlich erstmal geguckt, dass man da ganz niedrig anfängt mit einem anderen Einsatz oder Ansatz, weil das natürlich auch noch nicht so intensiv ist. Ja, so. Bei uns nicht. Bei uns ist das in allen drei. Also sogar in der Newcomer-Klasse
dass sie sich gleich dran gewöhnen, wie es rennt. Okay, naja, das wird sich sicherlich noch zeigen, ob sich das für die Zeit auch hier in Deutschland irgendwie durchsetzen wird. Hier können wir aber auf jeden Fall gerade mal einen schönen Insatz sehen von den Mercs, die immer noch komplett sind. Und fairerweise muss man sagen, Darkstar macht das hier ganz gut. Was habe ich dir gesagt? Mit den letzten, was hast du mir gesagt? Also, dass Darkstar sehr stark ausgesehen hat für mich beim Training. Und ja, verlieren aber hier ihren Snaker und verlieren den anderen. Jetzt war es vorbei. Als ob du es selber gerade gesagt hättest. Nee, aber die Sache ist halt einfach, sie haben es dann doch geschafft, obwohl sie klar den Breakout verloren haben, noch relativ lange mit diesen drei Leuten die fünf Mercs hier auszublocken. Trotzdem verdienter Punkt für die Mercs hier, absolut souverän. Nein. Aber ich müsste jetzt lügen, wir haben M800. Ich müsste nachlesen. Ich lese gleich mal nach, aber ich glaube, wir in der Liga haben M800. Ich müsste tatsächlich sagen, ich bin überhaupt gar nicht bei der österreichischen Liga gerade ganz, ganz auf der Höhe. Aber sie fährt wirklich seit Jahren konstant durch, das muss man ja einfach sagen. Also es ist, glaube ich, nie nichts gewesen. Und auch Österreich hat sicherlich da jetzt ein bisschen härtere Zeiten an der Menge an Teams eingesteckt. Die alten Teams halten sich. Ne? Überall wird es ein bisschen ausgedünnt. So, jetzt sehen wir aber hier gerade nochmal Lucky 15, wir haben es schon gesagt, Disco war gerade nicht da, Lucky 15, ganz interessantes Team, haben ja auch gerade eben relativ souverän den Punkt gegen Kamen Etcher gemacht. Die waren am zweiten Spieltag bockstark. Und auch gleich wieder in die Snake rein. Am ersten Spieltag. Und er ist auch safe drin. Also Kamen Etcher auch safe, Five Alive, steht eigentlich hier stabil, schicken hier den Bob, den Erich Kempinski, vorne in die große schwarze Deckung, den sie wieder ausgegraben haben. Ich weiß gar nicht, mindestens einmal, ich glaube zweimal deutscher Meister, auf jeden Fall Urgestein der DPL, ehemaliger Instinct, Urkaderspieler, hat alles mitgenommen international, was geht. Und witzig ist, so Leute, die verschwinden zwei Jahre oder drei und dann kriegen die eine Kanone in der Hand, trainieren ein paar Wochen und dann sind die plötzlich... Aber fairerweise muss man sagen, der Bob, der war nie ganz weg, der hat immer unten so ein bisschen aus Spaß rumgezockt, aber halt nicht mehr auf dem Niveau. Wie gesagt, wir haben ja auch den Kretscher bei den Preds wieder ausgegraben. Es kommen wieder welche zurück. So, und augenscheinlich hilft die Erfahrung jetzt gerade auch ein bisschen. Denn Kamen Etcher hat auf jeden Fall gerade... Oh, da ist der Timo unglücklich ausgerutscht. Hat ihn aber geschossen. Oh, da kommt noch eine Strafe. Und hat ihn auch tatsächlich nicht geschossen. Das wundert mich ein bisschen. Da hätte ich ganz gerne jetzt das Replay nochmal gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, schön. Wer ist das da hinten? Das ist der Bob. Das war schon toll gemacht. Ja, ich sehe es nicht, aber ich glaube, es ist... Ja, es ist der Bob für Kamen Etcher, so wie es aussieht. Da hat er aber gut aufgepasst. Ja, das ist dann vielleicht doch die Erfahrung. Rettet hiermit relativ glücklich, muss man sagen, für Kamen Etcher den Punkt. Kamen Etcher hatte den Punkt vollkommen in der Hand gehabt zunächst, hat den gerade eben durch eine Unachtsamkeit verschenkt. Die Strafe vom Timo hätte ich ganz gerne jetzt nochmal im Replay gesehen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die so berechtigt war. Da war ich nicht drauf genug. Also meiner Meinung nach ist er einfach nur ausgerutscht und der Ref musste auch nachchecken, hat augenscheinlich dann... Ist es dann vielleicht physical, weil die haben sich berührt, glaube ich, ne? Ich glaube, sie haben sich nicht berührt. Ich glaube, der Timo ist tatsächlich ausgerutscht und wahrscheinlich hat der Spieler ihm dabei den ersten Ball gegeben und... Nimmst du mal meinen Platz? Den ersten Ball gegeben und... Ja, ich habe hier einen Gastkegler für euch. Ein Gastkegler? In unserem DPL-Kegelkarussell. Und da gebe ich ganz gerne ab und es ist der liebe... Urgesteinige Butch. So, eins beide hier, Mercs gegen Darkstar Stuttgart, 6 Minuten 50 auf der Uhr. Ihr habt hier den Snake-Spieler von den Mercs im Bild, die das jetzt gerade auch ganz gut umgesetzt haben. Ich gucke gerade, Darkstar keinen Spieler beim Break verloren, Mercs hier einen Spieler verloren. Was mir auffällt, ist der Bertnikow, der da halt eben auf der T-Pack-Seite für die Mercs wegfällt. Die Mercs ziehen es jetzt aber relativ schnell rüber auf die T-Packs auf. Was mich fast ein bisschen wundert. Wer kommt da? Noch eine kleine Prinzessin. So. Genau, so, alle zusammen hier. Moin, Butch. Guten Morgen. Moin. Gut. Bist hier mit Schießeisen aufgelaufen, sehe ich gerade. Ja, ich war zufällig in der Gegend und da hat mich der Mike direkt weggesnackt. Und meinte, ey, ich muss rauchen, komm, nimm meinen Platz. Ich muss rauchen, das hat er natürlich genau so gesagt, das so ist er halt. Dafür lieben wir ihn ja. Ja, dafür lieben wir ihn, ja. Wie gesagt, wo ich auch mal direkt eine Ansage mache. Für dich haben wir auch immer ein warmes Plätzchen und einen Kaffee hier oben. Großartig. Ja, du siehst gerade die Begegnung hier von Mercs gegen Darkstar. Den geben wir jetzt mal den Punkt, weil es gerade recht spannend. Beide hier den ersten Punkt in der Begegnung gemacht. Haben jetzt gerade eben hier ihre russische Wunderwaffe auf der T-Pack-Seite verloren, bereits die Mercs. Und es wundert mich ein bisschen, alle Das Vidania Tavarisch. Das Vidania Tavarisch. Geht er wieder. Ja, genau.
Tatsache ist, es wundert mich ein bisschen, weil die Mercs sehr heavy Dorito schießen, aber wenig auf der Snake attacked haben, finde ich hier. Das ist so ein bisschen was anders, als die restlichen Teams heute hier fahren werden. Ich habe direkt eine Fachfrage zum Thema Mercs. Aber sicher. Die Jungs gehen heute noch auch gegen die Dortons an den Start. Kann das sein? Das habe ich noch nicht gesehen, das heißt, aber haben die nicht letztes Mal gegeneinander gespielt? Ich glaube, letztes Mal schon ein innerösterreichisches. Wir haben ein nordwestjugoslawisches Lokalderby. Ein nordwestjugoslawisches Lokalderby, ja, wollte ich gerade sagen. Kleiner Scherz am Rande. Ist auch noch jemand von Österreich-Ungarn dabei? So, also freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Also wenn das wirklich stattfindet heute, dann dann treffen wir uns hier oben wieder. Genau, ich müsste mich entscheiden, aber ich wüsste nicht wie. Ja, ja, aber die Refs entscheiden sich gerade dafür, den Mercs-Spieler hier clean zu geben, und somit geht der Punkt in dieser Begegnung an die Mercs, die jetzt 2-1 führen. Möchtest du mir damit signalisieren, ich war unkonzentriert? Nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe euch nur weiter hier suchen lassen, habe mir gedacht, in der Zeit erzähle ich irgendwas mit Werk. Da sind wir schon wieder gerade drauf. Ja. Hallo erstmal alle. Ihr seht hier, wir sind hier in allen Altersgruppen vertreten. Ja. Ist ja auch ein Schuss. Der Butch wird von seinem Pressesprecher und seinem Bürovorsteher begleitet. Agent, ja. Pressesprecherin, genau. So wie das auch dann sein muss. So wie das sein muss, ja. Ja. So, wen sehen wir? Kamenetja und die Luckys. Genau, Kamenetja und die Luckys. Luckys die große Überraschung und das große Unbekannte noch hier. Wie gesagt, auch hier steht es, hat der Snake-Player sich leider komplett verdaddelt im Run, ist abgeflogen. Sie verlieren noch direkt ihren Center, die Luckys hier. Ja, Kamenetja auch mit einem Pussy 2. Ja, fairerweise fliegt da, glaube ich, gerade der Erich Kipinski ab, der Bob, der gerade eben glücklich den Punkt noch für Kamenetja gerettet hat. Hat er den Rollator vergessen? Oder? Er hat nicht den Rollator vergessen, er hat seine geballte Erfahrung ausgepackt und hat gerade eben einfach nochmal. Genau, und hat hier den letzten EU-Leugner aus der Snake geschossen. So. Aber Kamenetja versucht trotzdem raus auf die Doritos zu kommen, um halt sich nicht einsacken zu lassen. Richtig. Richtiger Plan, meiner Meinung nach. Und die Luckys haben richtig sloppy gespielt hier vorne in dem großen Tempel. Ja. Leider kassiert und sind jetzt nur noch zu zweit, meine ich. Es ist gerade eben der dritte geflogen. Ja. Und es sitzt im Dorito 2, Tippi 2, wie ihr so schön sagt. Noch einer drin. Bleibt tapfer, aber es Kamenetja wird eng. Hat deutlich die besseren Winkel jetzt hier vorne mit der Snake. Drüben Dorito stabil. Und das wird keine einfache Baustelle hier für die Luckys, hier noch einen Punkt zu holen. Hier, sagen wir mal so: Beide haben hier auf jeden Fall schon mal. Einer nur noch. Ja. Ich wollte gerade sagen: Also, beide haben hier schon mal Nerven gelassen. So, also, beide hatten einen sehr souveränen Punkt und dann einen, wo ich mir gedacht habe: doch nicht. Und jetzt scheinen die Luckys gerade. Die waren immer tight. Die waren immer richtig tight, die Punkte. Ne? Ja, aber also entstanden sind sie tatsächlich durch Unachtsamkeiten beider Teams und nicht, weil das andere Team sich das rausgeschossen hat. Also, sowohl Edja war vielleicht gerade noch nicht in jeder Sekunde ganz wach, als auch die Luckys. Und du siehst halt auch, dass die Edja Boys halt wirklich jederzeit mit halt irgendwas Verrückten rechnen, weil die spielen halt wirklich sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr kontrolliert und versuchen jetzt gegen den Letzten halt hier langsam, aber sicher halt, vor allen Dingen sicher, den Sack zu machen. Ja? Und das macht er nicht schlecht, er versucht sich dann trotzdem nochmal Flucht nach vorne, den Letzten zu holen. Macht das auch. Naja, gut, kriegt aber er ja auch noch, das ist ja unglaublich. Ja, schade, Ich wollte gerade sagen, auf den letzten Meter. Das war jetzt eher so der Mut der Verzweiflung, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das nicht aus Luckys Sicht ausgetaut hätte. So, es war noch früh im Spiel, aber ich vertrete persönlich immer die Meinung, dass das die Sekunden sind, die dir nachher fehlen, wenn es knapp wird. Ja, wobei, so von meiner Intuition her, finde ich dann immer ein bisschen besser, wenn dann auch so ein Mut zum Risiko auch mal belohnt wird. Ja? Es ist ja auch aber so, ne? Viele Wege führen nach Rom und die Frage ist wahrscheinlich, wie der Coach das da in der Pit gerade selber sieht, ob er da jetzt eher passiv oder eher aggressiv ist und auf Nummer sicher gehen möchte. Das ist halt immer die Frage. Ne? Ja. Aber fand ich super, dass sie es halt laufen lassen haben und nicht ausgetaut haben. Ja. Gibt ein schönes sportliches Bild, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, und ich meine, das ist ja auch wirklich schön. Also ich genieße das sehr, dass wir mal wieder ein UK-Team haben. UK ist hart gebeutelt in den letzten Jahren, was den professionellen Paintball-Nachwuchs angeht. Von einem der tragenden Länder in den letzten 20 Jahren. Paintball-Entwicklung sehr, sehr abgerutscht. Auch die Ligenstruktur dort, glaube ich, im Land. Aber ich freue mich umso mehr dann auf die Nationalmannschaften dann in Prag. Richtig. Da wird man noch mal so ein bisschen halt einen Vergleich haben. Das ist korrekt, das wird man sehen. Allerdings frage ich mich wirklich, wen die da bei UK reinstellen. Die müssen die Leute dann doch wirklich mit dem Rollator jetzt aufs Feld fahren. So. Micha, da kann man doch jetzt nicht so. Ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt vermutet. Aber Darksun verlieren jetzt schon den. No hard feelings, liebe Engländer. Darksun verlieren jetzt schon den dritten Spieler. Ja, aber die Mercs machen das auch richtig clever. Die sind wirklich brav. Richtig gut nach vorne Snake unterwegs. Snake 1 ist besetzt. Richtig schön kontrolliert hier den letzten noch geholt.
richtig fair. Also nicht irgendwie vorbei gerannt, und ihm noch die Kette auf den Rücken gebraten, sondern richtig schön ein, zwei Bälle rausoperiert. Ja, noch ist er nicht vom Feld, vielleicht kommt noch was. Nein, der Wischi ist ja nicht auf dem Feld. Der Wischi ist nicht auf dem Feld. Wischi ist nicht auf dem Feld. Wir müssen nicht mit allem rechnen. Ja, das ist halt also, ne? Also die Quote an Deadman's Walks haben sich seit deinem Ableben von dir als Spieler und seitdem der Wischi hier nicht mehr aktiv fällt, so ungefähr um 150% verringert. Gerüchten zufolge. Ja, der Stieber darf das nicht mehr machen, der hat das früher auch gerne gemacht. Ja. Der hat das bestimmt verboten bekommen, obwohl dieses Jahr habe ich mir sagen lassen, ist das bei Carmen Edge alles ein bisschen lockerer, vielleicht darf er jetzt auch wieder Quatsch machen. Ja. Wir werden das jetzt sehen. Ihr seht, Carmen Edger dieses Jahr, ich verwechsel sie die ganze Zeit mit Nationalmannschaft-Jerseys, weil sie so schwarz-rot-gold sind. Ja, ich hätte auch fast schon mal irgendwann gesagt, hier, das ist doch Syndicate. Richtig, ja, tatsächlich, ein paar Leute haben schon gesagt, er sieht so aus, aber es ist, glaube ich, ihr Jubiläums-Jersey. Ja. Ja, 20 Jahre oder was? Ja, schon krass, ne? Ja. So, der nächste Punkt und vielleicht schaffen die Luckys hier nochmal den Anschluss. 2-1 nach vorne für Carmen Edger. Luckys haben auf jeden Fall jetzt auch den Schuss liegen, den ja einige Teams ganz gut haben, nämlich den ganz kurz vor dem Snack Beam 1 runterzulegen. Ja. Haben den Timo damit gepickt, haben jetzt auf jeden Fall eine Offensivwaffe bei Carmen Edger aus dem Spiel genommen. Sie haben aber auch einen Body verloren. Carmen Edger hat das gut gemacht, die Snake-Seite auch bei den Luckys wieder freizuräumen. So ist das. Wer ist das? Der Schneider? Der Snaker, ne? Ist angekommen in der Snake bei Carmen Edger. Und die versuchen sich jetzt hier. Ja, ich möchte betonen, das ist Dennis Schneider, der in der Snake seine ganzen 1,84 gerade in die Snake gebrettert hat. Dr. Schneider. Ich weiß gar nicht, ob es 1,84 sind, aber mein Buddy ist sloppy, einfach riesig. Sloppy Game auf der Dorita-Seite bei Carmen Edger. Ja. Und haben sich aber auch gegenseitig da gepickt, wie das aussieht. Oder war es Cross-Shot? Ja, aber Dennis macht das hier gut. Dennis macht das hier gut. Der Bob und der Dennis sind jetzt hier auf den 50s unterwegs. Bob. Ja, die traden sich. Genau. Bob holt sich den Trade. Das meine ich. Was haben wir jetzt? Noch 1 gegen 2? Oder ist es ein One-on-One? Und wir haben die Anzeige falsch. Nee, also einer hier vorne ist ein Snaker. Ja. Und hier haben wir noch den großen Tempel. Das heißt wirklich 2 gegen 1. Ja. Und, aber die schenken sich nichts hier, die Damen und Herren. Ja, aber ich bin, also er hat jetzt wirklich einen Gegenspieler, mit dem das nicht so einen Spaß macht, wenn man sich auf Snapshot-Duelle nicht einlassen will, dann ist das mit dem Schneider, das ist quasi dem seine Kernkompetenz, Leuten auf den Sack zu gehen bei One-on-Ones. Das heißt, wie oft hat der dir auf die Knöchel geschossen? Also keine Ahnung. Ich glaube, sie, also der... Aber die checken das nicht. Ja. Oh, ja, doch, jetzt hat er gesehen. Ja, der hat aber das Problem, dass unten der Snaker ja auch noch beim drin Schneider sitzt, ne? Ist das, beim Schneider ist das so, Fingerprothesenhersteller benennen Modelle nach ihm. Ja, verstehe. Ja. Ach, schade. So, damit geht Carmen Edger ja 3-1 in Führung gegen die Luckys, was für mich doch eher überraschend kommt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Korrekt. Aber durchaus verdient. Ja, saubere Sache. 3-1 für die Edgers. Hier, wie gesagt, der Stieber und der Schneider, glaube ich, noch zuletzt am Feld gewesen. So, und wir haben Restspielzeit noch 3:21. Das heißt, Ainsley, der Eigner und Coach von den Luckys, muss sich da ein bisschen was einfallen lassen. Mhm. Gegebenenfalls mal Gameplan ein bisschen umstellen, ein bisschen Ruhe reinbringen, vor allen Dingen, weil die verlieren wirklich die Bodies wirklich in den ersten 30 Sekunden. Mhm. Ja, einfach durch Sloppy Game. Ja, aber tatsächlich, und das ist es eben, was ich meinte, auch Carmen Edger hatte so einen Punkt, so ganz 100% tight ist es bei beiden noch nicht am Feld gewesen. Nur jetzt, gebe ich dir recht, scheinen die Luckys so ein bisschen eher dann, die scheinen gerade mehr die Nerven zu verlieren, so, ne? Mit jedem Punkt, den Carmen Edger sich da heute in den Tag schießt, so werden die sicherer und die Luckys fangen jetzt gerade ein bisschen an zu flattern, finde ich. So, ja, aber dafür sind die Mercs jetzt im Durchmarsch, ne? Die Mercs sind jetzt da. Zurück zu den aktuellen Begegnungen. Genau, ich muss auch ganz ehrlich, also unabhängig von Bertnikow oder nicht, hätte man mich jetzt vorher gesagt, sehe ich die Mercs tatsächlich von den Möglichkeiten etwas eher im Vorteil als Dark Sun. Die wirklich gute Jungs dabei haben, ich finde, der Toni macht dann einen Bombenjob bei denen, muss man einfach sagen. Auch jetzt nicht die Leistung der Dark Sun Jungs selber schmälern, so die schießen hier schon stabil den Ball. Ich glaube, du kannst den nehmen, wie du willst. Hier auf dem erste Bundesliga Top-Niveau, siehst du ja auch selber. Wie gesagt, auch die Mercs sind ja auch mit Verstärkung hier, von daher nur. Also wie gesagt, Mercs haben hier zwischendrin an Spieltagen wirklich hier ordentlich was geleistet, finde ich. Und die muss man immer im Schirm haben. Ja, naja, es ist natürlich auch Paintball auf höchstem Niveau. Da kann man keinen irgendwie sagen, gut, schlecht. Ja, ziemlich weiter Break hier auch von den Mercs. Du hast schon recht, es ist ziemlich viel Risiko gegangen da auf der Dorito-Seite. Ja. Ist aber auch belohnt worden, muss man wirklich sagen. Habe ich auch tatsächlich echt selten so gesehen. So, jetzt haben sie natürlich einen mega agilen Spieler auf der T-Pack-Seite. So, aber das halt irgendwie so nicht, früh die 50s hier geblasen. Spekuliert man dann einfach darauf, dass man da ankommt und macht es einfach, weil man denkt, okay, der Gegner ist nicht so sicher im Schuss. Ja, die Nummer 21 hier von den Mercs, die bezahlt das gerade so ein bisschen, diesen Mindset. Der hat sich nämlich gedacht, okay, also wenn Bertnikow und hier die Kollegen die 50s schon nehmen,
dann kann ich jetzt mit aufziehen. Obwohl er eigentlich gar nicht so einen Benefit davon hatte, jetzt hier den Infield-Tempel zu wechseln, weil er damit eigentlich viel besser meiner Ansicht nach vor den Snake Beam crossen kann, als jetzt aus dem Pack raus, weil da kann er eigentlich fast nur tief schießen. So. Scheint mir so, als ob du ein gutes Field-Reading hinter dir hast heute Morgen. Es geht eigentlich. Tatsächlich war ich hier auf dem Feld gar nicht, aber ich kenne natürlich jetzt ungefähr so die Zonen und Schüsse, die wir vielleicht auch trainiert haben. Die schon gestern und heute den ganzen Tag gelaufen sind. Ja, gestern habe ich tatsächlich gar nicht so viel geguckt, aber ne, also wir trainieren es natürlich auch jetzt schon, solange das Layout bekannt ist. Und, fängt es nicht an, langweilig zu werden? Was? Also ich, nein. Hast du das wirklich laut gesagt? Wollte ich gerade sagen. Also wenn ich einer, wenn ich... Ne, ich nein, bin, um Gottes Willen. Ich bin da auch bestimmt nicht mehr der Indikator für euch. Ich tue mir das, weiß Gott, hier nicht mehr jedes Wochenende an, aber da ich ja immer noch mitkriege, dass es Jungs bei mir gibt, und zwar damit meine ich jeden bei uns, die da so verbrennen, dass er halt einfach nicht zwei Tage die Woche, sondern drei Tage die Woche plus noch irgendwie ein oder zwei unter der Woche stark, auf dem Feld rumhängen. Musst du das, glaube ich, die fragen? Ich würde sagen, ja. Nein. Und wir können dankbar sein, dass es noch Leute mit dieser Einstellung gibt in Deutschland. Nicht nur noch, sondern auch immer wieder. Ja. Ja. Also ich hab gestern auch, gestern Mittag in der Mittagspause ein Field Reading mit den Hossa-Movies gemacht. Ja. Ja. Weil wir das Feld ja erst noch spielen werden. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich mal drauf und schaue mir das gleich an, weil wir haben noch nicht umgebaut. Und ja. Es ist kein einfaches Feld, es ist machbar. Viele Slots hinzu, wo ich eigentlich als Center-Spieler denke, da könnte ich gerne, also ich werde wahrscheinlich auch da recht aggressiv spielen müssen. Also das heißt, du findest eigentlich wirklich auch keinen sicheren Spot mehr auf dem Feld? Ne? Schwierig, ja. Schwierig. Wobei ich halt wirklich auch ehemaliger Monster-Spieler bin, also Tequila und Sprite wird dann wahrscheinlich schon eine etwas aggressivere Version werden. Die Sache ist ja auch einfach immer, ne, also ewig viele verschiedene Gameplans gibt es halt auf dem Niveau für so ein Layout auch nicht und im Endeffekt... Oh mein Gott! Ja, da geht er... Unfassbar! Schießend ins Dorito 3. Genau, Lucky ist hier aber auch an. In der Snake 4 schießt hier den Schubi aus dem T-Pack, glaube ich, raus und der Schubi hat es vorher krass. Schon. Krass! Und hier oh, der hagelt es nochmal eine Strafe. Hier, da kommt noch eine Strafe gegen... Ja, ich denke, ja, das war's. Da müsste jetzt der Jan Köhlinger hier für Edger, glaube ich, als letztes noch und muss jetzt auch das Feld verlassen. Der muss auch runter. Das war ein kompletter Fehlstart. Um es noch nachzureichen, in der Begegnung davor stand es jetzt auch gerade 3-1 für die Mercs. Die haben den Punkt ganz souverän nach Hause gefahren. Reichen mal kurz nach. Ja, Lucky 15s haben es jetzt auf jeden Fall hier. Also wenn die Jungs besser mitgezählt hätten, dann wüssten sie, dass das eigentlich gelaufen ist, die Nummer. Und das wäre ein 30-Sekunden-Punkt geworden. Und jetzt sind wir wieder bei der großen Weisheit, die ich da eben reingegeben habe. Beide nicht sind halt doch irgendwo noch so ein bisschen sloppy. So. Nee, also weder dass die Luckys jetzt... Haben wir auch eine gesehen? Nee, haben weder, wir nicht. Nein, aber das weder, dass die Luckys jetzt den Count auf dem Schirm haben, noch dass Cameron Edger sich halt gerade eben halt irgendwie sloppy mit Strafen hat abfischen lassen. Das ist halt bei beiden noch nicht... Aber wie krass war das denn bitte? Schießend ins Dorito 3. Ja. Also du kannst dir das halt vorstellen, es ist halt Winter und sie stehen mit ihrem Auto an der ersten Ampel und ärgern sich, warum die Heizung noch nicht warm ist. So, das braucht halt jetzt noch irgendwie 3-4 Kilometer, dann läuft es bei beiden. Das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Vielleicht haben wir jetzt genau die Umstellung gesehen, die es gebraucht hat. Aber das kannst du nicht nochmal bringen. Ja, also nicht gegen Cameletta. Ja. Da wollte ich eben nochmal, wie gesagt, darauf eingehen. Also die Sache ist, auf dem Niveau ist es sicherlich, da hast du eine begrenzte Menge verschiedener Gameplans, die funktionieren. Und man kann eigentlich ausgehen, dass 90% der Teams im Grunde genommen auch wissen, dass die anderen Gegner mindestens diese Gameplans auch irgendwo als Option haben. Also kommt es im Endeffekt, vereinfacht gesagt, nachher nur darauf an, in dem Moment den anderen Gameplan anzuwenden als dein Gegner, der sicherlich auch den irgendwo als Option hat. Ja, mit ganz wenig Variation. Stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ja. Ja, und da muss man halt immer gucken. Also wie gesagt, manchmal kann das natürlich so ein Taktikerduell werden, wenn du jetzt wirklich einen ambitionierten Coach unten hast. Der ja, aber mit den aufgelockerten Layouts ist es bei weitem nicht mehr so statisch, wie wir das so letzte und vorletzte Saison noch gesehen haben. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Also die Layouts sind also spielerfreundlich und zuschauerfreundlich aktuell, finde ich. Ja. Ich überlege die ganze Zeit bei den Mercs die Nummer 89. Wer ist denn das bitte? Bei den Mercs, das können wir dir sagen, sobald wir das Sheet finden, das hat der Butch hier liegen. Ja. Übrigens, mein Fehler 4-1 hat es bereits gestanden bei den Mercs. Dann hab ich den Punkt 89 habe ich hier nicht gelistet. Die 89 gibt es nicht, ist möglicherweise einer von ihren Aushilfsspielern. Das sieht mir nämlich nach dem Florian Mikscher aus, wenn ich mich nicht irre. Kann ich nicht sagen, den Namen habe ich eben irgendwo schon auf dem Jersey gesehen. Mhm. Bin ich mir relativ sicher. So, ihr habt sie hier im Blick. So, die letzten Sekunden, 3 bis zum Punkte. Break. And the game is on, wie man so schön sagt. So, und es ist ein Matchball, wohlgemerkt. Der erste fällt auch schon bei den Mercs, der zweite. Vorsichtiger Break so bei Dark Sun. Also auf jeden Fall auf Sicherheit bedacht, die Jungs. Ja, aber versuchen jetzt hier Hopper-Treffer und dann Dark Sun auch hat auf jeden Fehler. Fall, und da kommt noch eine Strafe, glaube ich. Gezogen.
So, die Sache ist auf jeden Fall, Darkson hat halt hier den Breakout gewonnen, damit das Spiel. Ja. Und haben auch jetzt hier den Mercs die Chance für den Matchball genommen. Mercs hätten jetzt schon den Sack zumachen können. Ja, hätten beim 5:1 wäre automatisch das Spiel vorbei gewesen. Sobald ihr 4 Punkte Abstand zu eurem Gegner habt, ist das quasi der automatische Sieg für das jeweilige Team, die es halt führt. Ja, Mercs jetzt gerade nach der sehr souveränen Leistung die letzten Punkte, dass hier unglücklich aus der Hand gegeben, weil sie einfach mit ihren Läufern auf den Winkel nicht gekommen sind. Das heißt, Darkson hat zumindest die Cornerschüsse hier ganz gut drauf gehabt aus dem Break. Ja, wie gesagt, die ganzen Anglizismen kann man vielleicht zu Hause mal erklären. Also wenn die Leute hier, die Spieler, die rechts und links weit gehen. Ja. Also auf die Linien, auf die Flügel. Genau, also quasi die äußerste rechte und äußerste linke Deckung hinten. Ja, die haben natürlich klassischerweise den weitesten Laufweg und sind natürlich dann auch, laufen oft Gefahr, halt auch als erste von den Gegnern geschossen. Du hast dann halt einfach nur die zwei Optionen. Entweder gehst du direkt oder du gehst schießen. Das was ist natürlich halt ein erhöhtes Risiko ist, weil du einfach viel, viel mehr Trefferfläche bietest, weil du langsamer bist, du läufst halt mehr oder weniger aufrecht. Ja, das ist schon eine risky Geschichte. Richtig, und wenn du dem Vogel halt eben die Flügel stutzt, fliegt er halt schlecht. Aus der Mitte raus. Um mal in diesem Bild zu bleiben. Ja, genau. Aus der Mitte raus ist es immer schwieriger zu schießen. So, die letzten 10 Sekunden für den nächsten Punkt von Kamaletja und den Luckys. Ja, 2 Minuten 32, da ist wirklich noch alles drin. Und wenn beide jetzt nicht aufhören, irgendwie hier Sloppy-Fehler zwischendrin zu machen. Dann die Luckys gehen wieder auf altbewährt auf die Snake 1. Und das haben wir hier noch wird gar nicht. Wird aber gecheckt und hat, glaube ich, ist aus. Ist wirklich gerade interessant gewesen, weil Kamen Edger jetzt gerade Heavy Snake geschossen hat und auch wirklich zum ersten Mal hier hinten die Tonne gedoppelt hat. Das habe ich bisher bei keinem gesehen. Verstehe ich nicht, warum er sich da hinten so wegballern lässt. Du meinst den Bob gerade. Ich würde ja sagen, der Bob ist hier gerade beim Rauslaufen ausgerutscht. Ich glaube, der hat sich einfach nur neben den Timo gelegt, um die Deckung anzusagen. Nochmal. Das ist die Erfahrung gewesen. Klatsch umgefallen. Ey, übrigens, da hinten. Das war ein mieser 90er. Ja, ein mieser 90er. So, ich habe meinen Schubi für Kamen Edger auf dem Weg in die 50s. Kamen Edger, aber auch schon wieder. Aber ich meine auch nur noch zu zweit. Nee, zu dritt. Zu dritt. Das ist ein 3 gegen 3 im Moment. Gegen 3 Luckys. Er hat natürlich aber jetzt auch Schubi aufgemacht. Ganz vorsichtig jetzt durch die Mitte. Versucht dann einen vielleicht noch irgendwie schießen. Im Winkel zu erwischen und dann raus zu operieren. Für den wird es auch nicht lange reichen hier, für den Lucky 15 Snake Corner. Der sitzt wirklich quasi fast auf dem Präsentierteller und ich bin mir nicht sicher. Ja, aber die Jungs haben das Dorito noch. Das heißt, der wird jetzt so nicht mehr nach vorne kommen. Der ja, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob sie ihn auf dem Schirm haben. Beide. So, und hinten sehe ich halt, dass es ist der Jan, der darüber aufzieht, der Jan Stieber mit der 22. Und hier vorne haben wir, glaube ich, den Timo. Ja, aber jetzt hast du das Problem, dass natürlich der Kaminetta-Spieler nicht gesehen hat. Ja. Der hat es nämlich nicht gesehen, dass der vom Snake Corner ins Snake 2 gerutscht ist. Hast du das gesehen? Der hat sich ganz kurz nach vorne in den kleinen Cake gesetzt. So die letzten 60, das heißt, die Luckys müssen kommen, Richtig, die Luckys müssen kommen. Und Kamen Edger muss jetzt einfach nur die Nerven bewahren, ja? Ja, ob das so gut ist, das wird sich möglicherweise wirklich rechnen. Aber das hat sich eigentlich nie richtig bewahrheitet, dass es eine Lösung ist, sich hinten reinzusetzen. Und genau das passiert, da fliegt der Vorletzte bei Edger. Und wir haben nur noch bei Edja das Dorito besetzt. Das heißt, wir reden jetzt gleich über das nicht alleine schaffen. Der wird jetzt getradet. Die Luckys machen genau das Richtige. 30 Sekunden und mit dem Ausgleich. Hammerbegegnung. Ja. Und das ist es, was ich meinte, als ich eben gesagt habe, das sind die Sekunden, die dir dann am Ende fehlen. Und so wird es wahrscheinlich auslaufen. Weil jetzt werden wir wieder das sehen, was ich wirklich am allermeisten hasse. Und das sind Draws. Aber du musstest nur 28 Sekunden ertragen. Ja, naja, aber das Resultat aus den 28 Sekunden wird aller Wahrscheinlichkeit das Draw sein. Ich schätze eins von den beiden Teams so ein, dass die sagen, ey, komm, all in or nothing. Das glaube ich auch. Genau, und dann werden die ein 2-for-1 kriegen und dann wird das andere Team im Automatic Point gewinnen. Also ich möchte einfach keine Draws mehr haben. Ganz ehrlich, du bist so erfahren, es macht einfach keinen Spaß mit dir. Ja, genau. Ja, also ich habe ja festgestellt, ich hoffe, irgendwo schreibt irgendwer meine Statistiken zu Hause mit die letzten Jahre. Boah, die letzten Jahre habe ich echt so schlecht geschätzt, dass ich schon aufgehört habe, mit irgendwie über irgendwas zu reden. So, wir sehen nochmal einen Punkt zwischen den Mercs und Darkson. Ja. Die Mercs immer noch Chance für den Matchball. Ja, los geht's. Nee, also die Mercs jetzt noch kein Matchball, müssten jetzt erstmal wieder noch einen Punkt rausschießen. Genau. Und dann können sie dann wäre es wieder richtig. Matchball, genau. Oh, ich dachte, da kommt, war aber nur ein Check bei den Darkson-Jungs. Man bewegt sich hier vorne, nach vorne in den großen Tempel, um einfach so ein bisschen die Dorito-Seite besser zu kontrollieren. Also die Mercs haben tatsächlich wirklich etwas... Aber die haben natürlich jetzt auch keinen Druck, ne?
Die haben jetzt keinen Druck und die haben auch wirklich, also mit die unorthodoxeste Variante, finde ich bisher, das Layout hier zu spielen. Habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Die haben natürlich, also die, man, was mir bei den Mercs ehrlich gesagt auffällt, die lassen den Meloy halt einfach komplett sein Ding da hinten auf der Seite machen. Kein anderes Team würde überhaupt auf die Idee kommen, dieses Mini-Dorito zu besetzen. Die haben halt jetzt einfach jemanden in der Größe mitgenommen. Ja. Ja. Und Mini-Transformer. Genau, und die Variation, also er hat keine Variation eigentlich bisher und die Variation passiert bei den Mercs eigentlich nur ob Heavy Dorito, Heavy Snake. Und jetzt ziehen sie es aber halt auch wirklich mal mit den Leuten komplett auf die Seite auf. Hier wird schon das Zeichen gegeben für die letzten 60. Genau. Darkstar versucht jetzt nochmal ein bisschen was zu pushen. Traden hier auch einen Merc-Spieler aus der Mitte raus, die 21. Also Darkstar macht das hier gut. Die haben den natürlich Florian Karner. Darkstar hat eigentlich keine Zeit dafür. Ah, guck mal, da hat der Merc-Spieler gerade. Jo, hat er den Meloy geschossen. Hat er kassiert. Ja, guck mal, der Meloy, der läuft da durch. Der ist hinten an der Base, der drückt den Buzzer. Da ist der Meloy. Oh, verflucht, den habe ich gerade gar nicht. Ich den hatte keiner auf dem Schirm. Nee, ich habe ihn jetzt gerade bei dem One-on-One-Battle hier tatsächlich verwechselt. Gedacht, das wäre der Meloy. Krass, den hat keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, und dafür hast du ihn halt dabei. Unglaublich. Also hier noch zwei Spieler von Darkstar Alive. Ja. Und ja, mein Fehler, Mercs, dass ich ihn auch nicht auf dem Schirm gerade gehabt habe, aber das stärkt einmal mehr. Die Mercs trotzdem den Buzzer, ist unglaublich. Ja. Stärkt dann doch einmal mehr wirklich die Aussage, dass die den da hinten machen lassen, was sie denken, was er halt, also der macht halt da hinten, was er meint, machen zu müssen. Naja, wenn du natürlich das Team so aufbaust, unabhängig davon, welcher Name da hinten steht, aber wenn du natürlich einen Spieler hast, wo du weißt, man kennt sich so viele Jahre und ist aufeinander eingespielt und man weiß, okay, ich weiß, was er jetzt als nächstes tut, dann ist das natürlich auch wieder eine Menge wert, wenn man den alleine lassen kann. Absolut. Ja. 28 Sekunden. Ja. Und jetzt 3-3, genau. Die Luckys hier beide richtig Snake schön besetzt. Blinker links zu setzen und Vollgas zu geben. Verlieren aber dabei ein. Ja, das heißt Snake Break. Besetzt. Dorito 3 besetzt. Der Snaker geht also und geht und geht und geht. Die Snakers treffen sich jetzt. Ja, beide gleich. Snaker jetzt voreinander und der Lucky-Spieler weiß nicht, doch er weiß, nee, er weiß nicht, dass er so weit Zack. Vorne ist. Nimmt so. Er sich? Oh, das ist aber... Oh, jetzt, nee, das war... Die haben sich getradet. Das müsste ein fairer Trade sein, würde ich auch behaupten. Ja, ja. Das hat sie auch beide ein bisschen gerettet, weil das wäre so war's. Richtig strafwürdig. Da kommt der Bob mit seiner ganzen Erfahrung durch die Mitte. Hat er nochmal versucht, durch die Mitte zu kegeln. Ist die Zeit abgelaufen oder war es ein Automatic Point? Weil wir sehen hier oben noch eine Sekunde, aber ich vermute, es ist die Zeit gewesen. Ich denke, die Zeit ist abgelaufen für Automatic Point. Ich glaube, das würde kein Spieler von den beiden riskieren, da irgendwie sich noch eine Strafe einzufangen. Ja. Ja, aber starker Auftritt von beiden Teams. Ja, und leider Gottes halt so ausgegangen, wie gedacht, jetzt haben beide ein undankbares Draw, was ehrlich gesagt aber auch so ein bisschen relativ fair die Leistung beider Teams beide widerspiegelt. Ja. Genau. Weil beide haben halt einfach wirklich Nerven zwischendrin gezeigt, wo sie halt einfach mit ein bisschen mehr Konzentration das Ding für sich entscheiden können. Von daher ist ein Draw nicht so ungerecht. Glaube ich, für die Luckys. Ja. Dann Kamenetja auf 2-1 hochgezogen, auf 3-1 hochgezogen. Mhm. Die Luckys wieder rangekommen auf 3-3. Das muss halt auch erstmal schaffen, ja? Ja. Also die Mercs sind jetzt auch wieder am Feld und die Dark Sun. Mal sehen, was da jetzt kommt. Ich möchte aber behaupten, die Punkte stimmen hier oben nicht. Das müsste 5-2 für die Mercs stehen. Der Bertnikow hat gerade den letzten Punkt gemacht. War auch der Mann. Ja. Aber der Count dürfte nicht stimmen. Ah, vielleicht wird hier am grünen Tisch noch etwas mehr Stimmung reingebracht. Ja, okay. Oh, der Darkstar-Spieler wird hier gerade richtig ausgemalt in der Snake. Darkstar schaltet natürlich hier auf den Vorwärtsgang, fängt aber auch, läuft hier in jede Gun rein. Risiko. Ja, auf jeden Fall. Und also natürlich halt in jede Line, die sich nur irgendwie da gibt's noch ein bisschen extra Liebe. Das heißt, noch 10 Sekunden, das reicht dicke nochmal für einen Punkt für und die Mercs. Mercs machen es. Die Mercs, Mercien, gerade eben noch Darkstar du musst, weg. Wenn du die Chance hast, musst du jeden Punkt mitnehmen. Das ist fürs Gesamtranking wirklich essentiell. Ja. Finde ich jetzt auch auf jeden Fall einen schönen Doppelstrich unter das Ergebnis von den Mercs. Die haben einfach, die hätten es jetzt auch auslaufen lassen können, wären auch weiter so, haben sie jetzt und noch das schon Team rausgemercied. Genau. 6-2 Mercy, somit das Spielende, unabhängig der 3 Sekunden, die sonst noch hätten angepfiffen werden müssen. Um da nochmal bei dir drauf zu gehen, was du eben gesagt hast, wenn man den Spieler so lange kennt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob oder wie lange die Mercs jetzt den Bertnikow kennen, allerdings muss man wirklich ganz speziell zu der Personalie sagen, und vielleicht noch zu dem Axel Godin, dass steckt das... Steckt den irgendwo hin, der macht sein Ding. Ich wollte gerade sagen, vielleicht noch Ryan Greenspan, das wären so für mich die 3 Spieler, die wirklich am universellsten einsetzbar sind. Also Meloy ist der Typ, für den es keine explizite Deckung gibt, weil der Kerl halt auch einfach ein Feld quer spielt und kommen, nicht nur von vorne da kommen im Prinzip halt immer so diese berühmten 2 Komponenten zusammen. Einmal halt so die individuellen Skills und dann natürlich so dieses grandiose Spielverständnis, was die Leute einfach haben. Ja? Dass sie wirklich halt instinktiv wissen, alles klar, da ist meine Lücke, da kann ich im Prinzip jetzt mal reinschneiden. Das ist schon wirklich also er ist unerreicht. Wirklich, also
most versatile player ever, würde ich aktuell sagen. Also ich meine, ne, man sieht das ja immer, dafür ist er nur in bekannt. In Germany, we say großartig. Großartig. Genau. Großartig. Ja, aber es ist, macht natürlich, wenn du im Team so einen Spieler hast oder vielleicht sogar zwei, dann macht das eine Menge aus, weil es das Spiel selber in sich dann vielleicht auch für die anderen Spieler etwas einfacher macht, weil wenn man den Spieler wirklich alleine lassen kann und weiß, so und so wird er definitiv spielen und kennt das, dann ist, kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Ja? Dann weiß man, okay, der macht sein Ding. Und genau das haben sie ja hinten gemacht. Ne? Wir haben ihn alle nicht auf dem Schirm, weil man hier sieht, wie die Mercs ihren Gameplan exerzieren und hinten marschiert der Typ irgendwo durch, hat sich mit dem Löffel quasi unter den 50s durchgegraben und kommt an der Welt wieder raus. Gerüchten zufolge machen die noch Gameplans für 4. Ja, genau, wir machen nur noch Gameplans für 4. Genau. So, was haben wir jetzt? Dark Sun, Stuttgart, wie Rain Mercs, of Fire Neustadt gegen ist Braindead durch. Amstetten. Oh Gott, die Braindead-Jungs.